Promi-News des Tages im Gala-Ticker. Mandy Capristo freut sich auf Familienzeit in der alten Heimat. ++ Dirk Nowitzki, sein Fuß macht ihm zu schaffen. ++ Sarah Engels postet neues Foto von Baby Solea. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 6. Februar 2022. Mandy Capristo wird in Deutschland nicht nur arbeiten. Mandy Capristo, 31, strahlt bis über beide Ohren. Der ehemalige Monroe-Star hat seiner Wahlheimat Italien für eine Zeit lang den Rücken gekehrt und befindet sich aktuell wieder einmal in seinem Geburtsland. So glücklich zurück in Deutschland zu sein, du hast mir gefehlt, schreibt die Sängerin emotional zu einem Foto, das sie lachend vor einem Spiegel posierend zeigt. Die 31-Jährige scheint in Deutschland aktuell für ein geheimnisvolles neues Projekt zu drehen. Doch nicht nur die Arbeit steht im Fokus, sondern vor allem liebe Menschen. Die letzten Tage waren besonders schön. Ich habe meine Familie, Freundinnen endlich wieder gesehen und in den Arm nehmen können. Gestern, heute am Set und ab morgen werde ich ganz viel Zeit mit meinem neugeborenen Neffen verbringen. Wahrscheinlich einer der schönsten Tage in meinem Leben, schwärmt sie glücklich. Mandys Bruder Anthony Capristo und seine Frau Selina hatten im August 2021 die freudigen Nachrichten geteilt. Inzwischen scheint ihr Kind auf der Welt zu sein und darf endlich die wohlverdienten Kuscheleinheiten von Tante Mandy einfordern. 4. Februar 2022. Dirk Nowitzki. Ich kann mich leider nicht mehr viel bewegen. Dirk Nowitzki, 43, blickt auf eine lange Karriere als Profibasketballer zurück. 2019 zog er sich nach 21 Jahren aus der NBA zurück. Aufgrund seiner Fußprobleme überlegt er nun, ob er seine Karriere nicht schon früher hätte beenden sollen. Hätte man die letzten 2 Jahre noch spielen müssen? Vielleicht wäre mein Fuß jetzt dann noch ein bisschen besser. Ich könnte mit den Kids kicken, das geht halt überhaupt nicht mehr, sagte Nowitzki im Podcast Einfach mal Luppen von Felix und Toni Kroos.